15 Minuten nichts sagen, wo kommt man da hin? Es geht nur beim Kacken. Das finde ich Fäkalhumor total geil, sowas. Ja. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, ja, so Witze über Scheiße sind schon ziemlich gut. Kommt drauf an. Manche sind doch voll scheiße. Herr Doktor, kann man mit Durchfall baden? Wenn sie die Beine voll kriegen, schon. Geil. Voll witzig, ich kann ja nicht mehr. Ich scheiß die Wand an, Alter. So, genug Witze da über Scheiße. Ne? Nee. Scheiße. Doch, reicht. So, das was machen wir da? Schön. Man kann ja auch, wenn man Karten hat, oder? Kann man ja dann auch irgendwie die an die Wand hängen oder sowas, oder? Dann könnte man auch irgendwo ja, dann so ein... Machen. Hatten wir das nicht mal geplant, irgendwo so einen großen Kartenraum oder sowas zu machen? Ich hatte das damals auf dem anderen Server mal geplant, das an eine Wand zu hängen. Oder wir könnten auch im Rathaus, ich glaube, ich bin der Meinung, wir hätten auch mal gesagt, im Rathaus irgendwie machen wir einen Keller, wo wir eine große Wand haben, wo wir dann die Karten dranhängen könnten. Das kann auch sein. Finde ich aber auch ziemlich cool, dass man dann erstmal so die Gegend alles kartografiert. Und dann, dass da eben alles einmal dranhängt. Ja, das ist... Also das geht auch. Das würde aber zu der Bibliothek ja auch einigermaßen passen. Na, müssen wir nur schauen, wo wir das dahin machen könnten bei der Bibliothek. Ja, weiß ich auch noch nicht. Ins Foyer könnte man das ziemlich gut machen, glaube ich. Müssen wir aber schauen, wie es da platztechnisch aussieht dann. Ja, da macht man halt dieses Gebilde an der Wand wieder weg. Ist aber auch ziemlich cool eigentlich. Also, na gut, das können wir ja dann schauen. Ich finde zum Beispiel hinter dem Tresen würde das ziemlich cool kommen, weil das Holzgebilde, da gefällt mir nicht so. Ich schau gleich nochmal nach vorne im Moment. So, hinter dem Tresen würde es auf jeden Fall auch ziemlich cool kommen. Da sollte es dann halt bloß jetzt nicht die Gegend sein, wo wir die Häuser haben. Sondern vielleicht einfach so... Unerforschtes Land, genau. Und da müssen wir uns aber vorher nochmal angucken, wie das genau funktioniert mit dem Kartografieren. Ja. Weiß ich nämlich auch schon nicht mehr. Gut, das weiß ich auch nicht. Das habe ich jetzt auch nicht so im Kopf. Das ist ja auch schon wieder 100 Jahre her, dass wir da ja mal ein bisschen was gemacht hatten in die Richtung. Ja, richtig. Ah, da sind meine Bauplattformen zu Ende. Lass einfach die ganze Zeit Shift gedrückt. Kannst du nämlich so runterfallen. Dann bewege ich mich so langsam. Boah, bewege ich mich so langsam. Ich verschluck heute irgendwie... Ich wege mich so langsam, Alter. Ich verschluck heute irgendwie Silben. So, aber okay. Ich habe auch heute den ganzen Tag auf Arbeit geredet, ey. Echt schlimm. Echt? Warum laberst du die ganze Zeit? Ey, laber nicht so viel, Alter. Das kostet mich schon wieder an, wenn du so die ganze Zeit nur am Labern bist. Ja, das Schlimme ist eben, das merkt man dann abends irgendwann. Ja. Also den ganzen Tag erzählt hat und geschnackt hat und alles. So eine pelzige Zunge hat. Ja, vor allem, du kannst echt nicht mehr richtig reden. Also du kannst nicht mehr richtig reden, ich schon noch. Ich kann nicht mehr richtig reden, sagt der Yumi. So, bald geschafft hier. Das wird ja noch ein ganz schöner Aufwand, dann unten auch nochmal sowas zu machen. Was meinst du, wenn wir das hier so machen? Weiß ich nicht, bin gerade runtergefallen. Also jetzt hier, ne, das sind natürlich Bücher, also da die Steine sind natürlich dann Bücherregale hier oben. Moment, kommen wir sofort. Was denn? Ja, hier. Kann man auch machen, kannst ruhig ein bisschen Abwechslung reinbringen. Finde ich nicht verkehrt. Ich hatte irgendwie was. Aber ich finde so Akzente sowieso ganz cool. Also, dass alles nicht so ganz einheitlich ausschaut. Nein, meine Axt ist kaputt. Zum Glück habe ich noch eine. Juve hat noch eine Axt. Yay! Ja, ziemlich cool, ne? Juve hat Äxte. Yay! Yay! Yeah.
Okay. So. So. Und Licht rein. Yay. Das mit der Fackel dahinter sieht ganz cool aus. Das hat auf alle Fälle was, glaub, oder? Ist dein Glowstone nicht fast noch besser, dass man den nicht gar nicht sieht, dass du den da drunter setzt einfach, dass es da so ein bisschen rausscheint? Also du meinst, dass es direkt von unten her beleuchtet ist? Warte mal. Ja, so indirekte Beleuchtung quasi. Ich habe vorhin welche in die Kiste reingelegt. Ja, irgendwo in der Kiste vorne müssten welche sein. Ja, da liegen 40 Stück drin oder so. Na, jetzt leg den doch mal dahin. Könnte auch eine ganz geile Idee sein. Was lasse ich hier? So. Das mache ich jetzt erstmal auf der anderen Seite. Einfach mal so, um ein bisschen, ne? Um einen Vergleich zu haben. Genau. Der Vergleich, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und den Raum hier selbst würde ich später eigentlich ein bisschen unbeleuchtet durchlassen. Damit er so ein bisschen mystisch wirkt. Und das könnte dann vielleicht ganz cool sein, wenn da so ein bisschen indirekte Beleuchtung kommt. Scheiße, jetzt hättest du mir eigentlich mal Kabels mitbringen können. Oder hast du zufällig noch welche dabei? Warte eine Sekunde. Kriegst gleich was von mir. Gut. Gucken wir uns gleich erstmal das Werk da an. Ja, mach ruhig mal. Also, ich schmeiß dir erstmal ein Stack schnell nur hin. Ja. Dann kann ich die Pause gerade mal ganz kurz nutzen, während wir dir beim Arbeiten zuschauen. Glowstone, wo bist du? Da ist Glowstone. So, zack. Na, da bin ich mal gespannt. Muss da mal die Fackeln eben an der Seite wegmachen. Nein, irgendwie wird es bei mir gar nicht dunkler. Ach, da stehen auch noch so viele. Ja gut, ich hab hier schon ein bisschen die Gegend ausgeleuchtet, ne? Warte mal, da drüben auch noch. Mal eben das Licht ausknipsen hier. Also das ist so schon sehr dunkel dann. Ja, das aber nur mal eben, damit man es sieht. Es wirkt halt schon ziemlich cool. Geil, ja. Ich finde, das hat auf jeden Fall was. Jo, dann mache ich das so noch mit. Ja, aber das Problem ist, dazu muss es halt wirklich schon dunkel sein, ne? Naja, dass es halt so extrem rauskommt, klar, aber da muss man schauen, eventuell, vielleicht können wir da noch ein bisschen was machen noch mit. Vielleicht könnte man ja auch einfach zentral hier eine größere Lampe aus Glowstones anbringen, die dann halt einmal zentral beleuchtet und nicht überall an alle Stellen, weißt du? Moment, das war glaube ich eins zu tief oder ja, definitiv, so. Vielleicht bringt das was, dass das auch ein bisschen indirekter wird und dementsprechend eher die Mitte beleuchtet. Das könnte klappen. So, einmal da, einmal da. Wir hätten nicht anfangen dürfen, Balas, jetzt würde ich irgendwie weitermachen. Tja. Das ist der Fluch. Der Fluch von Minecraft. Ja, irgendwie schlimm. Doch, das hat auf alle Fälle was so. Ja, ich finde das auch ziemlich stark. Ich muss gleich nochmal mit Büchern davor an. Sehen wir gleich, liebe Freunde. Erstmal kurz die Treppen abmachen hier. Oh, hast du noch ein paar Bücher oder? Wahrscheinlich nicht, oder? Ne, ich habe dir alle gegeben. Wir haben aber noch 3 Leder im Dings. Das heißt, eins könnten wir noch machen, glaube ich. Ah, dieses leidige Thema Bücher, ey. Aber du hast schon alle Bücher verbraucht, oder? Ja. Boah. Hart. Ah, scheiße. Spitzhacke kaputt. Ah! Da war ich nicht am Rennen. Auf einmal ging es abwärts. Boah, das sieht aber schon extrem geil aus. Muss ich sagen. Wo geht's denn hier hin? So. Also ich nehme da immer 2, ne? Ich mache einen Glowstone oben hin, einen unten. Ich nehme mal kurz die Fackeln hier weg, ne? Woher kommt da unten noch so viel Licht? Ja, da unten steht noch relativ mittig einer, so. Aber irgendwie ist es immer noch sehr hell. Ah, jetzt. Ich mache mir hier das Licht aus. Die scheinen bei mir extrem weit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Also jetzt kann es gerade mal echt ein bisschen dunkel werden. Sorry dafür, aber wir wollen das mal kurz wirken lassen. Würde ich auch machen, wenn Balas nicht dort in mich hineinlaufen würde. Du läufst in mich rein, nicht andersrum. Ach, das ist schon geil. Da muss ich da drüben noch ein bisschen was bauen. Und mal hier drüben mache ich das dann auch nochmal mit rein. Ja. Wie kriegt man jetzt hier eine schummrige Beleuchtung noch hin? Könnte man Redstone-Fackeln hier einfach in die Ecken mitstellen oder so? Könnte man eigentlich auch nochmal mit versuchen, ja. Weil irgendwie finde ich das ganz cool. Ich meine, es ist zwar auch ein bisschen komisch für eine Bibliothek, dass die nicht so richtig hell ist. Aber irgendwie finde ich es ja auch ganz cool, dass die einfach ein bisschen mystisch und so wirkt. Und lesen soll es hier drin ja sowieso nicht, aber dazu soll es ja rausgehen. Wie rausgehen? Moment! Rausgehen? Jetzt frage ich mich bloß, wie man hier sonst auch noch mit Glowstone so eine Lampe in die Mitte bekommt, die einigermaßen aussieht. Das weiß ich gerade noch nicht so genau. So, da, da. Boah, das ist schon geil. Das gibt es noch irgendwelche anderen beleuchteten Blöcke? Ich überlege gerade. Glaube nicht, oder? Glowstone. Ansonsten sieht es schlecht aus. Was man machen könnte, ist das mit dem Lichtschalter verbinden, die große Lampe, die wir dann da irgendwann mal reinbauen. Können wir hier oben ja auch so direkt so Lampenleisten machen hin. Ja. Jetzt ist natürlich mein Wunsch, dass die noch so ein bisschen verzögert angehen. Gut, dann musst du einfach nur dahinter noch so ein paar Konverter oder ich weiß gar nicht, wie sie heißen, da reinsetzen. So ein paar Stopper halt praktisch. Ja. Das ist meine Aufgabe für mich irgendwann mal. Ich mag das ja ganz gern, damit rum zu experimentieren. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung davon und versuche das dann alles so ein bisschen zu erarbeiten. So Stück für Stück zu erarbeiten und nicht so viel zu lesen irgendwie. Also ich lese mir dann schon durch, was die Dinger können, ne, damit man das halt so ein bisschen weiß. Aber ja, so. Ich lese mir jetzt keinen Guide durch, wie irgendwas funktioniert beispielsweise. Ja, weil meistens, wenn du es dann danach einfach nur strikt abarbeitest, hilft es dir auch nicht allzu viel weiter. Ja, das macht eben auch keinen Spaß, vor allem, ne? So, lala. Dann könnte man später aus dem Staff Room, den ich ja schon so ein bisschen angedeutet habe, da so einen Arbeiterkanal hochmachen, weißt du? So der Wartungsbereich praktisch. Ja, dass man da einmal so ein einmal lang geht quasi. Ja, so. Ich setze jetzt hier nur mal schnell noch ein paar Fackeln hin, dass es hier ein bisschen heller ist. So, ich würde aber sagen, wir lassen es jetzt erstmal, oder? Jo, für heute würde ich auch langsam Schluss machen. Na, also wir können ja mal ganz kurz gucken. Also hier haben wir jetzt ja schon eine ganze Menge gemacht. Alles mit Kabel ausgefüllt. Die Gänge auch. Genau, soweit ein bisschen schon mal angefangen mit den Dekos anbringen. Genau, wir müssen jetzt halt regelmäßig mal hierher kommen und die Kühe schlachten. Also das machen wir auch offscreen mal, dass wir dann uns ein bisschen Leder erfarmen. Da kann auch mal nur einer reinschauen. Genau. Und das nehmen wir dann halt auch nicht mit auf, ne? Das ist jetzt auch nicht so spannend, wie man Kühe tötet. Obwohl, das ist eigentlich schon spannend. Oh, ich höre eine Kuh. So, und dann geht's ja hier runter noch. Und dann, Balas, hast du schon gesehen, dass ich den Raum hier auf jeden Fall schon angedeutet habe? Du meinst hinten? Ja, das stimmt, du warst gerade da mit, ne? Nein, habe ich nicht gesehen. Hallo. Hallo. Der Balas steht gerade tief. Du meinst dann, hier dann eventuell die Karte, eine Karte hin, oder? Ja, genau. Da ist die Wand halt auch schön groß. Könnte man gucken, ja. Eventuell. Schauen wir dann mal. Gut. Jetzt schauen wir mal die Tage dann, wenn wir hier wieder am Machen sind, am Werkeln und am Machen sind. Genau. Und ich würde sagen, Leute, wir lieben euch. Genau. Und ich glaube, das Teil wird mal irgendwann episch, möchte ich mal so behaupten. Ja, die Bibliothek gefällt mir bisher schon ganz gut. Zumindest von innen, von außen. Naja, ja, das ist halt ein Kasten, arbeiten. Der hier steht, ne? Also ja, von außen müssen wir nochmal dran arbeiten. Kommt noch. Genau. Wenn sie fertig ist.
Also würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Genau, und wir sehen uns dann einfach wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Together Minecraft mit Juvilas LP. Juvilas LP. Bis nächstes Mal. Ciao. Genau. Tschüss.